Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier live aus dem Kreishaus in Bad Schwalbach, aus unserem Fernsehstudio. Sie konnten eben schon vorab so ein bisschen mal sehen, wie es hier bei uns aussieht. Heute geht es um nichts Geringeres als darum, dass wir wirklich etwas zu feiern haben. Denn sowohl der Rheingau als auch der Taunus sind wieder zu LIDA-Regionen benannt worden. Die letzte Förderperiode, die hat schon einige tolle Projekte gebracht. Darauf wollen wir heute zurückschauen. Und wir blicken natürlich in die Zukunft und erklären Ihnen alles rund um das Projekt. Jetzt begrüße ich bei mir erstmal natürlich unseren Landrat Frank Kilian. Hallo, ich grüße dich. Ja, guten Abend, Anke. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, jetzt ist es ja wirklich eine tolle Sache, dass wir wieder LIDA-Region geworden sind, sowohl mit dem Rheingau als auch mit dem Taunus. Was bedeutet das für die Region und was bedeutet das vielleicht auch für dich? Ja, da stelle ich natürlich die Region in den Vordergrund. Die Anerkennung als LIDA-Regionen sowohl für den Rheingau als auch den Untertaunus ist ein Riesenfund, mit dem wir beide wuchern können. So war der 10. November ein großer Tag für uns beide, als wir im Kloster Eberbach aus den Händen der hessischen Umweltministerin Priska Hinz die Bewilligungsbescheide für die kommende Förderperiode entgegennehmen konnten. Mhm. LIDA war in den letzten Jahren in beiden Teilen des Rheingau-Taunus-Kreises ein Erfolgsmodell. Im Rheingau schon während zwei Perioden, im Untertaunus jetzt zum ersten Mal. Und das bedeutet, dass wir mit EU-Geldern geförderte Projekte im Sinne der Regionalentwicklung umsetzen können und der wahnsinnig großer Beteiligung ehrenamtlichen Engagements. Ja. Und deshalb ist das Ganze als Erfolgsprojekt zu sehen und deshalb freut es mich. Jetzt fragen Sie sich zu Hause sicherlich, was bedeutet denn eigentlich LIDA? Ist das möglicherweise eine Abkürzung für irgendetwas? Und da haben Sie vollkommen recht. LIDA sind die Anfangsbuchstaben eines französischen Ausdrucks. Und was das genau bedeutet und wie LIDA funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir erklären Liaison entre Action de Développement de l'économie rurale, kurz LIDA. Das ist Tom. Er lebt auf dem Land und genießt die Idylle hier. Doch leider ist nicht alles perfekt. Der nächste Supermarkt ist zum Beispiel viel zu weit weg. Da wäre es toll, einen mobilen Dorfladen zu haben. Aber wie soll das gehen, so ganz alleine? Tom hat Glück. Er lebt in einer LIDA-Region. Hier werden Landbewohner dabei unterstützt, ihre Heimat zu stärken. In jeder LIDA-Region gibt es einen Regionalmanager, der die Initiatoren und die Prozesse unterstützt. Daniela, die Regionalmanagerin von Toms LIDA-Region, ist schnell gefunden. Sie erklärt ihm, dass LIDA-Projekte ganz unterschiedlich ausfallen können. Ob Grundversorgung, Soziales, regionale Produkte, Naturschutz oder Tourismus. Die Menschen vor Ort wissen am besten, was ihrer Region gut tut. Und auf deren Einfälle und Initiativen kommt es an. Das ist die Grundidee der LIDA-Methode. Genau das ist auch die Idee der EU-Kommission, die LIDA in den 90er Jahren ins Leben gerufen hat. Sie fördert LIDA als Teil des Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung ländlicher Räume. So unterstützt sie Regionen mit ihren Potenzialen und engagierten Menschen. Hier wird Zusammenarbeit in ganz Europa großgeschrieben, auch grenzübergreifend. Klar, dass eine Region dazu auch LIDA-Region sein muss. Dafür bewirbt sie sich zum Anfang der EU-Förderphase mit einem regionalen Entwicklungskonzept. Dieses enthält die gemeinsam erarbeiteten Ziele von Bürgern, Wirtschafts- und Sozialpartnern und Ämtern. Und wenn die überzeugend sind, wird eine Region zu einer LIDA-Region. Auch Tom bringt sich mit seiner Dorfladen-Idee in die Entwicklung seiner Heimatregion ein. Klar, dass Daniela ihn da unterstützen will. Gesagt, getan. Jetzt heißt es, die öffentlichen und privaten Partner der LIDA-Aktionsgruppe überzeugen. Schließlich entscheiden die darüber, wo das Geld eingesetzt wird. Super! Die Mitglieder der Aktionsgruppe kennen ein ähnliches Projekt in einer italienischen Region. Hier kann Tom sich viele Tipps holen. Schließlich geht es bei LIDA um Austausch, Vernetzung und Kooperation. Tom ist begeistert.
Dank seinem Einsatz und der Unterstützung durch LIDA konnte er seine Heimatregion stärken. Auch Toms Bürgermeister und die Menschen aus den Nachbardörfern sind froh. Mit der Initiative der Bevölkerung lässt sich eben ganz schön was bewegen. LIDA. 1 und 1 ist mehr als 2. Mehr Informationen bei der DVS unter www.netzwerk-ländlicher-raum.de/LIDA. Tja, Frank, jetzt haben wir erklärt, worum es bei LIDA geht. 2023 bis 2027, das ist die nächste Förderperiode. Warum wollten denn sowohl Rheingau als auch Taunus wieder mit rein? Beide Regionen möchten ihren erfolgreich begonnenen Prozess für die Region fortsetzen. Das heißt, wir wollen weiterhin sowohl im Rheingau als auch im Untertaunus Projekte verwirklichen, die entweder die Wirtschaft, den Tourismus stärken oder andere regionale Faktoren nach vorne bringen, sei es die Vermarktung regionaler Produkte, sei es die Stärkung der heimischen Wirtschaft oder auch ein Zusammenführen der Bevölkerung. Das heißt, die Projekte, die realisiert werden, sind nicht nur für Menschen, die von außerhalb zu uns in die Region kommen, wollen, sondern sie sind in erster Linie für uns, für die Bevölkerung des Rheingau-Taunus-Kreises selbst. Jetzt geht es immer um dieses Fördervolumen, ne? Also da geht es ja natürlich auch um Gelder. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ja, wir bekommen natürlich keine Projekte in der Regel zu 100% gefördert, aber wir haben ein Fördervolumen, das sich in einer 7-stelligen Dimension bewegt, also für den Förderzeitraum über 2 Millionen Euro, was wiederum bedeutet, dass ein Mehr an Invest generiert wird, was zum einen die Wirtschaft hier in der Heimat ankurbelt, weil in der Regel auch heimische Unternehmen Aufträge ausführen oder Leistungen erbringen. Das heißt, die Wirtschaftskraft als solches wird gefördert. Dadurch, dass wir die EU-Gelder an Land ziehen, können wir für die Projektträger einzelne Leistungen eben günstiger machen, weil der Eigenanteil ein niedrigerer ist. Und es gibt sogar noch ein kleineres Paket, wovon wir in den vergangenen Jahren sehr profitiert haben, das sogenannte Regionalbudget, wo kleinteilige Projekte von Vereinen und Institutionen sehr komplikationsfrei mit einem Volumen von roundabout 80% gefördert werden. Also sind wirklich Anreize, etwas zu tun, aber auch Möglichkeiten, etwas, was getan werden soll, zu realisieren. Also da ist einiges, was wir da noch vorhaben in den nächsten Jahren. Ich sag dir erstmal vielen Dank, lieber Frank. Wir sehen uns später nochmal. Dann geht's um die Ziele. Du bleibst bei uns und ich wünsche erstmal viel Spaß bei unserem Livestream. Denn jetzt gibt's alle Zahlen, Daten und Fakten sozusagen um dieses Programm. Und wir wollen mal schauen, was denn in der letzten Förderperiode eigentlich so alles sozusagen am Start war, was alles gefördert wurde. Und wir schauen tatsächlich hier mal auf Zahlen, Daten und Fakten. Und das tue ich mit der Leiterin der Kreisentwicklung des Rheingau-Taunus-Kreises mit Yvonne Grein. Und da ist sie auch schon. Hallo Yvonne, ich grüße dich. Du hast uns ein paar Zahlen mitgebracht, weil es war natürlich in dieser letzten Förderperiode so einiges los. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Abriss geben. Ja, vielleicht zuerst. Eigentlich ist es gar nicht mein Ansinnen, jetzt sozusagen Rechenschaftsbericht abzulegen über die letzte Förderperiode, sondern es ist ganz einfach der Punkt, dass wir die Leute auch so ein bisschen inspirieren wollen, indem wir zeigen, was ging denn in der letzten Förderperiode, was wurde umgesetzt. Und vielleicht die eine oder andere Idee zu erläutern, wo jemand draußen sagt, ja, genau, das passt so zu dem, was ich eigentlich auch gerade vorhabe. Genau, vielleicht zum Volumen. Also es sind 2 Regionen, einmal Rheingau, einmal Taunus. Und in der letzten Förderperiode war es so, dass im Rheingau 2,3 Millionen an Fördermitteln ausgegeben wurden. Das für 45 Projekte. Dazu kommen noch die kleinen aus dem Regionalbudget, wie es der Herr Kilian eben gesagt hat. Und im Taunus, da waren es 2,2 Millionen und 40 Projekte. Also insgesamt quasi 85 Projekte in beiden Regionen und mit einem riesigen, breiten Spektrum an Möglichkeiten. Wir werden ja noch genau erklären, wie es zu den Projekten kommt, was man tun muss, wenn man eine Idee hat. Das haben wir ja auch im Film gesehen, da hat ein junger Mann eine tolle Idee gehabt und das wurde dann letztendlich auch realisiert. Das sind weite Schritte bis dahin. Was würdest du denn sagen, jetzt gerade so dieses letzte Förderprogramm, diese letzten Projekte, wie haben die den Kreis weitergebracht? Du als Leiterin Kreisentwicklung hast da ja wahrscheinlich sehr positiv drauf geschaut. Ja genau, also es ist so, die haben den Kreis schon allein deswegen weitergebracht und die Region, weil das LIDA-Förderprogramm ist ein ganz offenes Förderprogramm. Ja. Das heißt, viele der Ideen, die in der Bevölkerung entstehen, die bei Privaten entstehen, bei den Städten und Gemeinden, bei Vereinen,
die kann man auch ganz gut im LEADER-Förderprogramm unterbringen, weil bei den Projekten steht im Vordergrund, dass sie eben die Region voranbringen sollen. Ja. Und es gibt nicht so ein ganz enges Maßnahmenkorsett, was anzuwenden ist. Und wenn ich das jetzt alleine mal aus der Perspektive der Antragsteller sehe, da haben wir Private, wie zum Beispiel eine Frau, die im Lorch-Ransel einen kleinen Traumladen aufgemacht hat, um die Leute dort mit Lebensmitteln zu versorgen. Ja. Mhm. Es gibt Vereine, die Anträge gestellt haben. Die Taunusbühne hat sich ein Materiallager und ein Lager für Kostüme und Bühnenbilder in Bad Schwalbach errichtet. Wir haben die Städte und Gemeinden, die auch Anträge regelmäßig stellen. Mhm. Und da ist zum Beispiel in Rüdesheim, Kloster Aibing, da ist die Planung, ein Arboretum, das ist so ein Baumpark, dort einzurichten. Also es geht wirklich in die volle Breite und vielleicht nochmal ein Vereinsprojekt, wo man auch wirklich denkt, ist das LEADER, ist das ländliche Entwicklung, ist zum Beispiel die DLRG-Rettungsstation in Österreich. Da sind Rettungsschwimmer angesiedelt und Rettungsboote und die haben einfach mit LEADER-Mitteln eine neue Rettungsstation bekommen. Also wir haben ja gerade die Bilder eingeblendet gesehen von den Projekten, die du kurz mal vorgestellt hast. Das ist ja wirklich schon so einiges. Ja. Jetzt ist es natürlich spannend zu wissen, wie sind denn so diese ganzen Abläufe? Das wollen wir heute auch noch mal klären. Und liebe Zuschauer, jetzt sind Sie tatsächlich auch gefragt, denn wir freuen uns über Ihre Beteiligung. Wenn Sie Fragen haben rund um das LEADER-Programm oder zu bestimmten Projekten, dann können Sie uns die sehr, sehr gerne stellen. Der Chat ist ab sofort offen und ich werfe schon mal einen Blick drauf. Vielleicht gibt es schon die erste Frage. Ach ja, guck hier, Yvonne, da gibt es schon die erste Frage für dich. An wen muss man sich denn wenden, wenn man eine Idee hat? Also dafür haben wir unser Regionalmanagement. Mhm. Für jede der beiden Regionen gibt es ein Regionalmanagement. Und das Gute ist, die haben wir heute im Livestream. Ja. Also bleiben Sie einfach dran, dann werden wir sehen, wer das ist und wer das Gesicht für Ihre Region ist. Und das sind einfach die Leute, die über jede Förderhürde helfen und die direkte Ansprechpartner sind. Und wir haben ja gerade im Film gesehen, da war die Regionalmanagerin Daniela und wir haben hier tatsächlich auch quasi eine Daniela und ein Daniel. Die darf ich Ihnen dann später vorstellen und dann geht es natürlich dann auch noch ein bisschen um alle Fragen rund um die Projekte. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr einsteigen. Ich sage erstmal vielen Dank an dieser Stelle an dich, liebe Yvonne. Und wir werden sicherlich wieder darüber sprechen, wenn die nächste Förderperiode vorbei ist und wenn wir wissen, was es da für tolle Ergebnisse gibt. Vielen Dank an dich. Und wir wollen einige Projekte mal etwas genauer betrachten. Wir haben mal drei rausgesucht, exemplarisch für alle über 80, die ja in der letzten Förderperiode dabei waren. Und jetzt im ersten Projekt, da geht es gleich um ein ja insofern besonderes, als dass es regional übergreifend ist. Das ist nämlich nicht nur der Taunus und es ist nicht nur der Rheingau, sondern es ist sozusagen der Rheingau und der Taunus gemeinsam. Und es geht um die Whisper Trails. Und da schauen wir uns erstmal einen Film zu an. Also was die Leute hier am meisten begeistert, ist einfach diese Naturbelassenheit und dieser wilde Charakter der Wege. Da liegt schon mal ein Baum quer, über den man drüber steigen muss. Man muss auch schon mal einen Bach überqueren. Das ist schon ein Stück weit abenteuerlich hier zum Teil. Und das vor allem für Familien natürlich interessant. Und für Kinder, die toben sich hier also richtig aus. Aber es ist für jeden Geschmack etwas da. Durch die unterschiedlichen Längen ist auch für Leute, die weniger laufen möchten oder laufen können, haben wir kurze sogenannte Premium-Spazierwanderwege. Das sind Wege, die einfach weniger Höhenmeter haben, die ein gepflegteres Wegebild haben und die auch leicht zu gehen sind. Und dann gibt es eben die ganz knackigen mit steilen Aufstiegen, mit Felspassagen, ähnlich wie hier dieser schöne Platz. Die Whisper Trails sind vor 2 Jahren entstanden, in 2019. Das war ein Projekt, was mehrere Bürger auf die Beine gestellt haben im Rahmen eines Förderprogramms. Das Ziel war einfach, in dieser naturbelassenen Gegend etwas Belebung reinzubringen. Dabei sind eben diese 16 Wanderwege entstanden, die in unterschiedlichen Längen zwischen 5 und 44 Kilometer lang sind. Und sie erfahren aktuell, jetzt auch durch Corona, einen enormen Zulauf. Das Besondere an den Whisper Trails ist, dass sie in einem Gebiet sich befinden, was fast einzigartig ist. Das ist Hessens größtes unzerschnittenes Waldgebiet mit 22.000 Hektar. Ja, die Natur ist ziemlich unberührt hier. Es gibt keine Industrie hier, es gibt wenig Verkehrslärm. Die Topografie dieser Region, die ist auch besonders, weil durch dieses Gebiet fließt der kleine Fluss Whisper mit knapp 30 Kilometern. Und er durchschneidet praktisch diesen Teil des Taunus. Man ist plötzlich umgeben von Vogelgezwitscher, von dem Bachgeplätscher. Man
muss über Felsen steigen. Und das alles führt einfach dazu, dass man den Geist dann auch wirklich abschalten kann. Und ja, und sich einfach verliert in diese unberührte Natur. Wir haben eine sehr hohe Wilddichte. Wir haben viele Hirsche, wir haben natürlich Wildschweine, Rehe, aber auch ganz besonders haben wir Mufflons hier in der Gegend, die es anderswo eher seltener gibt. Neben dem Wild haben wir natürlich auch sehr viele Vogelarten hier. In den Höhen kreisen regelmäßig Milane, Schwarzmilane, Rotmilane, Bussarde und Habichte. Was noch ganz besonders ist hier, ist die Beschilderung. Wir haben eine sehr, sehr gute Beschilderung hinbekommen mit sehr vielen Helfern. Wir haben insgesamt 19 Wegepaten hier, die sich regelmäßig um die Wege kümmern. Das Ziel des ganzen Projektes war natürlich, die Gastronomie auch mit in der Region zu stärken. Also das war eines der Ziele. Und wir haben vereinzelt in den Ortschaften noch Gastronomiebetriebe. Und wir hoffen natürlich sehr, dass die uns erhalten bleiben. Im Laufe der Zeit kann man aber durchaus auch Veränderungen an den Wegen eben herbeiführen, hin zu einem besseren Wegeformat. Ein gutes Wegeformat sind natürlich Pfade und naturbelassene Wege, runter von den Forststraßen. Und ja, daran wollen wir in Zukunft arbeiten. Wir haben jetzt aktuell eine neue Wanderkarte, sodass wir da auch bestens ausgestattet sind. Wir haben eine tolle Broschüre, in der alle Whisper Trails beschrieben sind. Und wir haben jetzt auch einen Online-Shop ganz neu seit Anfang Mai. Also wir sind da auf einem ganz guten Weg und ja, die Leute kommen häufig und in großen Zahlen, ja. Die Whisper Trails, und eben haben Sie ihn im Film schon gesehen, Robert Carrera. Und jetzt ist er bei mir. Er ist der Wegemanager der Whisper Trails, unter anderem auch Tourismuskoordinator des westlichen Untertaunus. Ein riesenlanger Titel, ein tolles Projekt. Wie ist es denn da tatsächlich zu der Idee gekommen? Also da muss man ja auch erstmal sagen, hier, wir wollen aber hier alles so ein bisschen touristisch erschließen. Wie war das damals? Ja, in der Tat war das eigentlich sehr banal. Das war spät abends bei 1-2 Bier zusammen mit einem Wanderfreund. Und die Verwunderung darüber, dass die Region einfach so schön ist, ja, und so wenig Besucher da sind. Und sie ist eigentlich ideal für Wanderer. Und so ist eigentlich die Idee geboren. Und das waren so die ersten Gedanken. Wie lange hat es dann gedauert, bis es letztendlich umgesetzt war? Wollen Sie es wirklich wissen? Ja, bitte. Also, ich sag's mal so, 6 Jahre waren es auf jeden Fall. Okay. Also 6 Jahre hat es auf jeden Fall gedauert. Es passte dazu, dass die LIDA-Region 2014 eben begann. Ja. Und genau zu der Zeit stand auch ein Konzept da. Ja. Und das wurde dann auch gleich aufgegriffen in der sogenannten im regionalen Entwicklungskonzept. Ja. Und das war eigentlich der Anfang. Der Whisper Trails. Jetzt konnten Sie nicht alles, was Sie geplant hatten, umsetzen. Da gab es dann die eine oder andere Stelle, wo es halt nicht funktioniert hat. Aber Sie haben, glaube ich, doch einiges umsetzen können. Sie haben es im Film schon mal so ein bisschen umrissen. Der Film ist jetzt aus dem letzten Jahr. Ist denn in der Zwischenzeit noch mal was dazugekommen? Ja, in der Tat. Also wir konnten nicht alles umsetzen. Mhm. Das stimmt. Es sind ja auch bestimmte Fristen dann, die man einhalten muss. Und wir haben jetzt seit letztem Jahr einen weiteren Whisper Trail, den 16. Whisper Trail, den sogenannten Kurschatten, der in Bad Schwalbach durch den Kurpark und durch den Erholungswald führt. Auch ein sehr schöner Weg. Ja. Jetzt haben wir ja gehört, ganz viel ehrenamtliche Tätigkeit gehört zu diesen Projekten auch dazu. Wie war das bei Ihnen? Unbedingt. Also ohne Ehrenamt funktioniert sowas gar nicht. Also wir haben aktuell 20 Wegepaten, die sich um die Wege kümmern. Die machen das alles ehrenamtlich. Mhm. Aber auch in der Entstehungsphase, also die Beschilderung zum Beispiel, wurde von sehr vielen ehrenamtlichen Händen auf die Beine gestellt. Ja. Und natürlich auch mit den Bauhöfen der Region, aber auch sehr viele Leute aus der Region, die mitgeholfen haben. Und wie geht es denn jetzt weiter? Also haben Sie da tatsächlich noch geplant, auch weitere Wege irgendwie zu etablieren? Also rund um die Whisper Trails, nein, im Moment gibt es da keine weiteren Pläne. Aber so ein Wanderwegekonzept ist auch ein lebendiges Gebilde, ist ein Produkt, wie viele Produkte auch, an denen man arbeiten kann, die man ständig verbessern kann. Und es sind ja alles zertifizierte Wanderwege. Ja. Das heißt, sie bekommen auch eine bestimmte Punktzahl aufgrund ihres Erlebniswertes. Und da ist auch immer so eine, ja, wie soll man sagen, so ein Wunsch, diese Punktzahl natürlich zu erhöhen. Die werden alle 3 Jahre nachzertifiziert. Ja. Und wir würden gerne die Wege noch mit zusätzlicher Beschilderung ausstatten, mit zusätzlicher Möblierung. Und ich denke mal, da passt die neue LIDA-Region ganz gut dazu.
Wie sind denn so die Rückmeldungen von den Wanderern und wo kommen die überhaupt her? Also sind ja nicht nur regionale, sind wahrscheinlich auch viele Touristen, oder? Ja, das ist ganz spannend. Bei solchem Projekt, also das entwickelt sich eigentlich wie in konzentrischen Kreisen. Es sind natürlich erstmal die Leute aus dem Umkreis, die entdecken, was da alles Neues in der Region gibt. Und dann weitet sich das eben aus. Und inzwischen kann ich sagen, sind die Whisper Trails auch deutschlandweit bekannt. Ich war im September im Tecklenburger Land und selbst dort kannte man die Whisper Trails. Und also wir bekommen auch immer Rückmeldungen aus Köln, aus Kassel, es sind Leute aus Bayern auch schon mal da. Aber natürlich, das Groß kommt aus Rhein-Main natürlich, insbesondere Frankfurter Raum, Mainz, Wiesbaden, da kommen die Gäste überwiegend her. Und sie sind auch alle sehr begeistert. Das sind immer zwei Punkte, die sie erwähnen. Das ist einmal die sehr abwechslungsreiche Wegeführung, die also von einem hervorragenden Team auch geplant wurde. Und natürlich die Beschilderung, so wie es in dem Film eigentlich auch dargestellt war, die also sehr, sehr, wie soll man sagen, laufsicher umgesetzt wurde. Also bei uns verläuft sich eigentlich keiner. Das ist schon mal gut. Es sei denn, ja, es wird viel geschwätzt unterwegs, das gehört natürlich auch dazu, da kommt es schon mal vor. Geben Sie uns doch abschließend oder beziehungsweise unseren Zuschauern und Zuschauerinnen nochmal drei Tipps für einen einfachen, einen mittleren und einen schweren Wandertrail. Vielleicht so Ihre drei Favoriten in den Kategorien. Also ein sehr einfacher ist tatsächlich der Kurschatten in Bad Schwalbach und auch ein sehr schöner, weil sehr, sehr abwechslungsreich. Ja. Ein mittlerer könnte zum Beispiel sein ein Nauroder Grubengold, ein sehr beliebter Weg in Haldenroth-Nauroth. Und ein richtig knackiger Weg ist natürlich der Wisper-Taunus-Steig. Das ist also der Streckenweg, der diese ganze Region praktisch durchläuft und damit eben alle Höhen und Tiefen mitnimmt. Also da muss man schon Konditionen mitbringen. Der hat 44 Kilometer. Ja. Man teilt ihn in zwei Etappen, aber auch diese 21 und 22 Kilometer, die sind schon happig. Und ich glaube 500 Höhenmeter, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Sowas das ist in dem sogar das Dreifache. Wenn man also von Lorch nach Kemel laufen würde, läuft man 1600 und noch was Höhenmeter hoch. Und umgekehrt sind es 1300. Und ich mache das einmal im Jahr mit einer ganzen Gruppe von Leuten, von ungefähr 50 Leuten, einmal im Jahr in einem Rutsch durch. Das ist eine reife Leistung, würde ich sagen. So, Herr Carrera, wir schauen mal in den Chat, ob es denn da schon Fragen gibt rund um den Whisper Trail. Im Moment noch nicht. Vielleicht kommt da später noch was rein. Sie sind ja noch bei uns. Wenn da noch mal was kommt, dann hole ich Sie gerne noch mal zu uns und sage für den Moment vielen lieben Dank. Ja, und meine sehr verehrten Damen und Herren, bei uns geht es weiter mit dem nächsten Projekt. Wir wechseln in den Taunus. Und dort schauen wir uns das Geburtshaus in Idstein an. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie herein. Werdende Eltern kommen gerne zu uns ins Geburtshaus Idstein, weil sie die Hebammen kennenlernen, die gemütliche Atmosphäre sehr schätzen und natürlich vor allem die 1:1-Betreuung ihnen ganz wertvoll und wichtig ist. Unser Motto hier im Geburtshaus ist, besondere Lebensphasen brauchen einen sicheren Ort. Und dieses Konzept bietet allen eine große Sicherheit. A, den Hebammen in ihrer Arbeit, weil wir die Frauen über einen langen Zeitraum in der Schwangerschaft betreuen. Und B, den Familien, weil sie sehr mit dem Ort vertraut sind und sich hier geborgen und sicher fühlen. Mit diesem Konzept fahren wir seit 20 Jahren sehr gut. In diesem Raum finden vor allem Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungskurse statt. Das Team trifft sich einmal wöchentlich in diesem Raum und es findet ein Eltern-Kind-Café statt, wo Mütter mit ihren Babys und natürlich auch Väter hierher kommen und sich einfach austauschen können. Dieser Raum wird genutzt für Gespräche mit werdenden Eltern zum Kennenlernen. Hier findet Schwangerenmassage statt. Dafür haben wir extra eine Liege, die tatsächlich dem Bauch Platz lässt, dass die Schwangere sich auch auf den Bauch legen kann. Und wir haben ein Wandbett zum Ausklappen, um auch hier Vorsorgen stattfinden zu lassen. Unser Gartenzimmer ist
eines unserer Geburtsräume. Hier finden Geburten statt, aber auch natürlich Gespräche und Vorsorgen. 75% unserer werdenden Mütter möchten gerne im Wasser entbinden und das setzen wir auch so um. Das Geburtshaus in Idstein und bei mir sind jetzt Cora Luck-Spurer, Gründungsmitglied und erste Vorsitzende, sowie Edda Erler, die zweite Vorsitzende des Geburtshauses in Idstein. Schön, dass ihr beide heute bei uns seid. Jetzt gibt es heute gerade eine aktuelle Studie, Umfrage. Der Hessische Rundfunk hat sich mit dem Thema Kreißsäle beschäftigt und es gibt immer weniger Geburtsstationen. Das heißt, es müsste im Umkehrschluss, Cora, auch immer mehr Geburtshäuser geben eigentlich, oder? Es wäre sehr schön, wenn das so geschehen würde. Ja. Aber es ist natürlich immer ein sehr langer Weg, bis so ein Geburtshaus natürlich gegründet ist, bis es auch genug Hebammen gibt, die das natürlich dann auch füllen, sage ich mal, und das auch machen wollen. Jetzt bist du Gründungsmitglied, dann kannst du uns sagen, wann ging es los und aus was ist das entstanden? Also war das eine Initiative irgendwie, da haben sich Hebammen zusammengeschlossen oder wie habt ihr euch damals gegründet? Ja, ich bin praktisch hierher gezogen und dann lernt man Hebammen kennen und ganz schnell war klar, da gibt es eine Gruppe, die die Idee Geburtshaus hatte. Das ist 1994 gewesen, 96, und da habe ich mich ganz schnell angeschlossen und es hat 6 Jahre gebraucht. Ja. Wir waren erst 11 Hebammen, dann sind wir welche weggebröckelt und nachher haben wir mit 7 Hebammen 2002 das Geburtshaus eröffnet. Es war auch ein bisschen schwierig, natürlich erstmal Räumlichkeiten zu finden. Aber jetzt sind es ja, Edda, wunderschöne Räumlichkeiten. Da fühlt man sich ja, ich glaube, wenn man da als Schwangere reinkommt, ich war tatsächlich selber auch als Schwangere da, das ist auch schon jetzt ein ganz, Gott, mein Sohn wird schon 17, das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Aber man fühlt sich wohl, du gehörst auch zum Hebammen-Team. Was ist denn das eigentlich, was das Geburtshaus für dich persönlich ausmacht? Auf jeden Fall das Haus. Das ist ein ganz großer Faktor, wenn man da reinkommt. Dieses Wohnlichkeit, dieses Heimelige, dieses alte Fachwerkhaus ist ein ganz, ganz großer Teil dessen, was dieses Hebammenherz und die Begeisterung dort zu arbeiten mit sich bringt. Ja. Was kann man denn sagen? Sollen wir mal aufs letzte Jahr gucken oder vielleicht auf die ganze Zeit? Wie viele Geburten habt ihr denn da jetzt schon gehabt? Also wir sind ganz stolz. Tatsächlich bei uns stattgefunden waren es 850 ungefähr dieses Jahr. Also wir werden demnächst... Dieses Jahr? Nicht insgesamt dieses Jahr, nein. Das wäre dann super sportlich. Ja. Nein, in den letzten 20 Jahren. Okay. Ja. Und dieses Jahr sind wir, glaube ich, bei 95. Aber doch schon. Ja, wir haben uns sehr gesteigert. Ja. Wo kommen denn die Gebärenden oder die schwangeren Frauen, wo kommen die denn alle her? Sind ja nicht nur Idsteiner, oder? Nein, das sind ziemlich weites Einzugsgebiet mittlerweile. Es ist Idstein, es ist Taunusstein, der Rhein-Taunus-Kreis allgemein, aber auch Frankfurt und Mainz. So ein bisschen Bad Camberg-Limburg, da hinten, die haben ja auch ein eigenes Geburtshaus mittlerweile, da fahren die Frauen eher nach Dietz, aber so Frankfurt, hinter Frankfurt, bis dahin fahren die Familien zu uns. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was im Film gesehen. Es gibt bei euch natürlich Geburtsvorbereitungskurse, es gibt Schwangerengymnastik. Darüber hinaus gibt es aber noch so einiges mehr. Was habt ihr noch so? Ja, wir haben das Eltern-Kind-Café zum Beispiel. Das ist einmal die Woche, wo niederschwellig die Familien eingeladen werden. Mamas, Papas, natürlich die Babys dazu, aber auch Geschwisterkinder, die einfach da ein Frühstück machen können. Mhm. Und da ist immer eine Familienhebamme mit dabei, wo man Fragen stellen kann und auch dementsprechend auch ein bisschen Fortbildung, Vorträge. Und wie soll das weitergehen mit dem Geburtshaus? Was sind so eure Wünsche? Jetzt wart ihr ja auch im Förderprogramm drin. Was zum Beispiel ist jetzt aus der letzten Förderperiode tatsächlich im Geburtshaus angekommen, sag ich mal so? Was war das, was gefördert wurde? Ich glaube, wir haben es auch im Film gesehen. Genau, wie man im Film gesehen hat, die Liege für die Massagen, für die Schwangere. Was man leider nicht gesehen hat, war noch ein kleiner Raum, den wir neu eingerichtet haben. Oben in dem Raum, wo die Kurse stattfinden, im hinteren Teil. Bisschen was abgetrennt, um einen Ruheraum für die Kolleginnen einzurichten, weil wir auch Kolleginnen haben, die einen weiteren Anfahrtsweg haben, dass die dann nach einer Geburt auch mal ein bisschen sich zurückziehen können, ein bisschen schlafen können, Kräfte sammeln, um dann wieder weiterzumachen. Ihr habt doch ein kleines Gärtchen, gell? Wir haben ein kleines Gärtchen, wo wir uns gerne mal raussetzen. Auch das ist gemacht worden. Das war ein ganz tolles Projekt. Das war ja in der Corona-Zeit so, glaube ich, fast das einzigste Projekt, weil es draußen stattfinden konnte. Ich weiß noch, das war ein sehr heißer Tag, wo das gemacht wurde. Mir hat es echt ein bisschen leid getan, aber ich hoffe, wir konnten gut versorgen mit viel Wasser. Und das war toll. Das war ein bisschen verwildert. Ja, und dementsprechend, das ist neu gestaltet worden. Und wir finden es echt schön. Das ist so ein bisschen Ruhe-Oase
auch für uns. Das war am Aktionstag Ehrensache, also auch ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die euch da unterstützt haben. Wie ist das sonst so im normalen Ablauf? Viele Ehrenamtler, die auch im Verein unterstützen oder wie ist das bei euch? Also der Verein unterstützt uns auf jeden Fall. Wir haben das ganz stark gemerkt, wie Corona anfing. Ja. Da ging es ganz schnell die Runde über die Mitglieder auch. Und dann haben wir ganz viel Masken und Schürzen genäht bekommen. Okay. Ja, einfach erstmal geschützt zu sein, weil keiner wusste ja, ne, mit Corona, wie ist das übertragbar? Und es gab noch nicht diese FFP2-Masken, jedenfalls nicht für uns. Und da haben wir eine ganz große Sympathiewelle natürlich auch erfahren. Und ansonsten, der Geburtswald, den wir jetzt seit knapp anderthalb, zwei Jahren haben, wird immer unterstützt. Ne? Da wird immer geguckt, die Familien unterstützen uns. Ja, also wir werden rundum, denke ich, wie soll man sagen, da fehlt mir jetzt so ein bisschen fast das Wort. Ne? Ja. Aber ihr werdet unterstützt. Wir werden unterstützt, ja, genau, zum dritten Mal. Und ja, geht es jetzt in die nächste Förderperiode auch rein? Und wenn ja, mit welchem Projekt? Also was braucht das Geburtshaus noch? Cora hat es schon gesagt, der Geburtswald. Ja. Wir haben die Tradition aufgenommen, dass für jedes Kind ein Baum gepflanzt wird. Haben dafür ein kleines Stück Land bekommen, mit einem Förster gemeinsam forsten wir da auf. Einmal im Jahr laden wir die Familien ein, die ihre Kinder bei uns bekommen haben, dort den Baum zu pflanzen, weil nicht jede Familie das zu Hause machen kann. Und dieser Geburtswald soll beschildert werden, es sollen Informationstafeln dazukommen, ein kleiner Rundweg drumherum mit einer Sitzgelegenheit für Picknick. Das ist die Planung für nächstes Jahr, wo wir uns gerne wieder bewerben werden. Und wie das mit dem Bewerben alles funktioniert, das sehen wir ja später. Diese Fragen beantworten wir alle noch. Apropos Fragen, wir gucken mal in den Chat, ob da was ist für das Geburtshaus. Im Moment noch nicht. Ich glaube, wir machen hier einen guten Job und beantworten alle Fragen schon. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Danke auch. Dankeschön. Und wir kommen direkt zum nächsten Projekt und da geht es in den Rheingau. Dieses Projekt nennt sich Rheingau 524 und es geht um ein, ich sag's ganz langsam, Schlaf, Fass, Dorf. Film ab. Gute Anne. Gute. Herzlich willkommen bei uns am Rheingau 524. Warum Rheingau 524? Weil wir uns mit unserem Schlafersdorf direkt am Rheinkilometer 524 befinden. Hier haben wir jetzt ein romantisches Schlummerfass. Das ist sehr beliebt bei unseren Gästen, die eine außergewöhnliche Übernachtung suchen mit Blick auf den romantischen Rhein. Aktuell haben wir über 30 Fässer mit ca. 84 Übernachtungsmöglichkeiten und es gibt 13 unterschiedliche Varianten. Es dürfte für jeden was dabei sein, von Familien bis Radwanderer, Oldtimer-Treffen. Für jeden ist etwas dabei. Ja, das Schlaffassdorf am Rheinkilometer 524. Und darüber spreche ich jetzt mit Julia Lange. Sie ist die Betreiberin und steht schon bei mir hier im Set. Das ist ja eine wirklich coole Idee. Ich war im Sommer mal da, wir haben eine Radtour gemacht und dann habe ich gedacht, was ist denn das hier? Kann man in Fässern übernachten? Da muss man aber auch erstmal die Idee haben, ne? Richtig. Und wie war das? Wie kam das alles? Das kam, wir sind begeisterte Camper und wir haben uns einfach gedacht, eine Übernachtung im Weinfass sollte eigentlich im Rheingau auch für jeden zugänglich sein. Und dann haben wir es in die Tat umgesetzt. Wie lange hat das denn gedauert? Also ich meine, man braucht ja den Platz, wo man das machen kann. Man braucht die ganzen Fässer. Das geht ja jetzt nicht von heute auf morgen. Vor allen Dingen braucht man eine Baugenehmigung in Essen. Und das war die größte Herausforderung. Warum? Es gilt als ein Familienhaus. Man glaubt es kaum, ist aber leider so. Okay. Und wir haben direkt eine Baugenehmigung für 54 Fässer gestellt. Ja. Aktuell haben wir 34 schon stehen.
Wo bekommt man denn diese Fässer her? Und waren das früher mal Weinfässer? Also riechen die noch schön, weiß ich nicht, nach einem Barriquewein oder so? Also die Fässer haben wir europaweit geordert. Ja. Und nein, es sind keine echten Weinfässer, aber sie sind den echten nachempfunden worden. Und sie sind urgemütlich, haben alle Heizung und Strom. Ja. Aber wir haben ja nicht nur Fässer, wir haben 13 unterschiedliche Varianten. Ja. Schäferhütten, Campingpots. Ja. Für jeden eigentlich was dabei. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die haben zwar Heizung, aber ich weiß, sie haben über den Winter trotzdem geschlossen. Ne? Mhm. Also das wird dann zu kalt da drin, ist einfach nicht möglich. Nee, wir verkaufen ja Erlebnisse. Ja. Und stellen Sie sich vor, es regnet, es ist feucht, es ist nicht gerade schön. Ha, aber bei Schnee könnte es ja schon wieder schön sein. Ja. So romantisch rausschauen auf ein schneebedecktes Feld, der Rhein vielleicht ein bisschen angefroren, ist auch schön, oder? So haben wir dies Jahr gestartet, mit Schnee. In Tatsache? Richtig. Ah ja, das hatten wir aber relativ spät, als es geschneit hat. Ja. Die Gäste waren total begeistert. Ich hatte große Sorge, aber die waren so fasziniert. Aber ist doch schön. Da wissen Sie schon, wenn es jetzt wieder schneit, kann nichts passieren, wenn es im Frühjahr losgeht. Sie waren, sind LIDA gefördert. Was genau hat denn da das LIDA-Programm quasi für Sie gebracht? Ein großes Netzwerk und ich muss sagen, sehr viel Unterstützung auch vom Dr. Wendt und seinem Team, die uns in allen Situationen zur Seite gestanden haben. Es war auch oft sehr hart, besonders mit der Baugenehmigung, aber sie waren immer da. Wir haben ein Riesennetzwerk kennengelernt und es war toll. Dr. Wendt ist übrigens der Regionalmanager für den Rheingau. Den lernen Sie gleich noch kennen, nur dass Sie wissen, wer das ist. Zurück nochmal zu Ihnen. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also wir wissen, Sie möchten noch mehr Fässer bauen, aber gibt es vielleicht noch andere Ideen? Vielleicht Hundefass, also Weinfässer für Hunde, Hundehütte, sowas in der Art? Nein? Nein. Aber wäre doch niedlich, oder? Hunde leider nicht mehr erlaubt. Tatsache. Ja. Okay, aber das ist gut zu wissen. Na, also zum einen, es gibt ja viele Menschen, die wollen vielleicht auch ihre Ruhe haben. Da gibt es ja auch Allergieprobleme. Deswegen ist das vielleicht ganz gut, das auch mal zu wissen. Ganz kurz noch letzte Frage. Diese Fässer, die brauchen ja diese Innenausstattung auch. Sie haben die Fässer, die sind ja rein nur Fässer. Und den Rest müssen Sie ja schon selber reinschaffen. Ne? War es angefertigt? Die sind ausgestattet mit Hotelbetten. Ah ja, okay. Die Betten sind bezogen. Das Einzige, was die Gäste mitbringen müssen, sind Handtücher. Nee, ich meine, wenn Sie die Fässer bekommen, also wenn die Fässer geliefert werden, wenn Sie die da aufstellen, dann müssen Sie aber dann erstmal von einem Schreiner die Betten da reinmachen lassen? Oder wie funktioniert das? Nee, mittlerweile haben wir eigene Ideen eingebracht und die bauen mittlerweile die Fässer genauso, wie wir sie damals haben wollten. Sehr gut. Ob es mit Strom, Klimaanlage, USB-Steckdosen, Gardinen, sie machen alles. Gibt es denn sowas noch irgendwo anders? Weil ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Im kleineren Stil, aber jetzt nicht so groß, wie wir es haben. Gut, dann gucken wir, Frau Lange, auch noch mal in den Chat. Vielleicht gibt es Fragen rund um, gibt es. Wie aufwendig war die Beantragung der Fördermittel für euch? Kommt da eine Frage aus dem Chat. Es war teilweise schon sehr kompliziert, aber wir hatten wirklich Unterstützung und es wurde geholfen. Es wurde geholfen? Ja. Dann ich stehe auch jederzeit gerne für einen Tipp zur Verfügung. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann fahren Sie zum Rheingau 524, da wird Ihnen dann Frau Lange helfen. Es gibt noch eine zweite Frage, welche Auflagen musstet ihr denn für die Förderung erfüllen? Unter anderem die Baugenehmigung. Gut, also die Baugenehmigung ist aber dafür weitere Fässer. Das heißt, es geht weiter mit dem Schlafersdorf, wenn man es schnell sagt. Ein Schlafersdorf hört sich ja schon lustig an. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle an Julia Lange. Ich danke auch. Und Sie sind auch noch einen Moment bei uns. Falls es noch weitere Fragen rund um das Schlafersdorf gibt, dann können wir die natürlich später auch noch beantworten. Auch alle Antworten können wir Ihnen auch noch per Mail natürlich zukommen lassen. Ich habe gerade schon gesagt, wir würden sehr, sehr gerne das Regionalmanagement kennenlernen, nämlich Daniel und Daniela. Und ich darf Ihnen vorstellen Martina Rosanski. Sie ist die Regionalmanagerin aus dem Taunus und Dr. Ulrich Wendt. Er ist der Regionalmanager aus dem Rheingau. Und beide kommen jetzt zu mir. Ich habe es ja, wie gesagt, vorhin gesagt, Daniela und Daniel, Sie haben die Dame in dem Film gesehen und so ein Regionalmanager, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Position, die es braucht, um die LIDA-Projekte eben auszuführen. Jetzt sind die beiden bei mir und wir fragen direkt erstmal einen schönen guten Abend zunächst mal. Dann fragen wir doch gerne mal Sie zuerst, wie wird man Regionalmanager? Eine seltsame Frage. Es gibt tatsächlich Ausbildungsgänge, auch Studiengänge dafür. Okay. Aber wir beide, ich weiß es zufällig genau, sind da mehr oder weniger reingerutscht.
Es ist das Interesse am ländlichen Raum, ja. Es ist das Interesse an der Regionalentwicklung und schon ist man dabei. Was muss man denn mitbringen? Man muss Offenheit mitbringen. Ja. Man muss die Region mögen. Und wir machen das im Rheingau, meine Kollegin Petra Leischwitz und ich, ja. Jetzt seit 7 Jahren. Und wir haben uns in den Rheingau verliebt und in die RheingauerInnen. Ja. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, sonst könnte man das ja auch in Timbuktu machen. Wir machen es aber im Rheingau und machen es da auch gerne weiter. Natürlich muss man auch über Fachwissen verfügen. Ja. Aber ich würde fast sagen, Kommunikation ist noch wichtiger. Und dieses große Netzwerk natürlich. Wir haben auch gerade gehört, Sie haben geholfen beim Schlaffassdorf, damit die Baugenehmigung und so weiter und so fort. Also man muss schon auch wissen, an wen man sich wendet. Wir wollen diesen ganzen Prozess mal durchgehen. Wer bekommt denn Geld? Also wer ist denn oder welche Projekte sind förderfähig? Alle, die sich bei uns melden, ja. Erstmal. Ja. Wichtig ist, dass sie in der Region liegen. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Und ansonsten hören wir uns das an, ja. Schauen, passt es irgendwie, sind genug Finanzmittel da, kriegen wir das zu einem wirklich guten regionalen Projekt. Das ja. Darf kein örtlich bezogenes Projekt sein, ja. Okay. Wo es nur auf den Ort bezogen ist. Es muss schon ein bisschen wirken. Ja. Und wenn es das tut, dann gehen wir mit denen weiter und weiter und weiter. Und wir bereiten es eigentlich nur vor. Wir ja. Haben dann ein Entscheidungsgremium. Dem stellen wir das vor. Dieses Entscheidungsgremium entscheidet. Die Fördermittelhöhe ist ja unterschiedlich. Nach was? Oh, die ist sehr unterschiedlich. Ja. Und die wird zukünftig auch noch weiter unterschiedlich ja. Sein. Ich wollte nur eins ergänzen, gerne. Weil es auch für beide Regionen gilt. Die Projekte müssen grundsätzlich in die Entwicklungsstrategie passen. Ja. Die wir ja nun gerade für beide Regionen frisch erarbeitet haben. Die sind auch auf unseren Homepages einsehbar. Und es ist eigentlich Aufgabe unserer Vereine und unserer Vorstände zu gucken, ja. Ob das Projekt eben dazu dient, die Ziele, die man sich gesetzt hat, zu erfüllen. Das ist eigentlich genau. Die wichtigste Aufgabe. Ja. Über Förderquoten und wer wie viel kriegt, müssen wir uns noch etwas zurückhalten, weil die neue Förderrichtlinie noch nicht veröffentlicht ja. Ist. Und das wird hoffentlich im Januar passieren. Aber es schwankt irgendwo zwischen 50% und 80% der Nettoinvestitionssumme. Das ist aber schon ordentlich. Gefördert werden immer in der Regel Investitionen. Ja. Ja. Sowohl von privaten als auch von öffentlichen Anlaufstellen. Aber nicht, dass eine falsche Meinung jetzt aufkommt. 80% gilt besonders für dieses separate Projekt ja. Regionalbudget, ja. Wovon der Landrat ja auch schon gesprochen ja. Hat. Das ist wirklich das Zaubermittel schlechthin. Alles andere ist ein bisschen niedriger gefördert, sind aber meistens auch größere Investitionen. Regionalbudget sagt immer sehr kleine Sachen, nicht große Investitionen unter 10.000, manchmal auch etwas über 10.000 Euro. Dann kommen wir dabei. Manchmal sind die auch nur über 1.000 Euro. Das sind noch ganz kleine Sachen, ja. Die wir fördern. Und die werden dann mit 80% auf Netto gefördert, auf die Nettoinvestitionssumme. Und das macht sehr vielen Vereinen sehr viel Spaß. Das glaube ich. Und das geht schnell. Wenn wir jetzt mal das konkret durchspielen. Da hat jemand eine Idee, plant ein Projekt, egal ob Verein oder eine andere Institution, Privatpersonen, die sich zusammengetan haben. An wen wendet man sich dann zuerst in beiden Regionen? An uns. Direkt an uns. Regionalmanager, schönen guten Tag, hier bin ja, ich. Genau. Und wie geht das dann weiter? Sie helfen dann auch bei den Fördermittelanträgen. Das tun wir auch. Wir ja. Machen in der Regel dann, wenn es interessant ist, relativ schnell einen Ortstermin. Ja. Wir halten mehr davon, uns vor Ort die Dinge anzugucken, als irgendwo im Büro zu beraten. Und wir ziehen dann relativ schnell die Bewilligungsstelle hinzu, das ist das Amt für den ländlichen Raum in Hadamar, auch für beide Regionen. Mhm. Weil dort wird letztendlich über die Anträge entschieden, formell. Deswegen binden wir die Kolleginnen sehr früh mit ein und verstehen uns eigentlich auch als Team ja. Und versuchen gemeinsam für die Antragsteller das Optimale rauszuholen. Also das ist so ein Rundum. Aber Anfang tut es immer ja. Bei uns. Ja. Genau. Naja. Und so ist es. Wir bringen natürlich auch ein paar Inputs vielleicht hinein, die Sie nicht bedacht hatten. Und dann wird das Projekt immer runder und immer besser und immer schöner. Ja, dann kann man ja auch über den Tellerrand schauen. Ne? Wir haben ja gesehen in dem Film, dass man vielleicht auch mal in andere Regionen, sogar in andere Länder schaut. Da hat es schon so funktioniert. Stehen Sie tatsächlich auch mit dem Ausland irgendwie, mit anderen Städten in Verbindung, wenn es um Projekte geht? Gab es das auch schon mal in den beiden Regionen? Na, wir sind ja hessenweit vernetzt schon mal. Es gibt die sogenannten hessischen Regionalforen, wo alle 24 Regionen beieinander sitzen, regelmäßig. Und allein das gibt natürlich schon einen super Austausch. Und man kann sich bei den Kolleginnen und Kollegen erkundigen, ihr habt das und das gemacht, was waren die Probleme, wir wollen was Ähnliches.
Das macht sehr viel aus und das hilft uns auch sehr viel. Das glaube ich, das glaube ich. Kann ich nur unterstützen. Was Ihnen, glaube ich, auch hilft, sind natürlich die lokalen Aktionsgruppen. Ne? Das ist quasi ein Zusammenschluss von Menschen, die eben auch daran interessiert sind, die Region weiterzuentwickeln und weiter voranzubringen. Wie sehen diese Aktionsgruppen bei Ihnen beiden aus in den Regionen? Das sind Mitglieder in unserem Verein. Wir haben 45 Mitglieder, werben auch gerne noch mehr. Wir freuen uns über jeden, der in der Region ansässig ist oder dafür zuständig, dass er zu uns tritt und wirklich an der Entwicklung mithelfen will. Und das sind tatsächlich manchmal schöne Anfragen, die sagen, ich will da mitmachen, es ist interessant. Und die binden wir ein. Aber auch wenn sie nicht Mitglied in der LAG sind, in dem Verein, ist das überhaupt kein Problem. Wir nehmen jeden und wir freuen uns über jede Arbeitsgruppe, in der jeder mitarbeitet. Und es sind wirklich immer interessante Gruppen. 45 im Taunus, wie viele sind es im Rheingau? Bei uns sind es knapp über 100. Hui. Darunter auch alle Kommunen, zahlreiche Vereine, aber auch sehr viele Einzelpersonen. Und aus diesem Kreis bildet sich dann der Vorstand, bestehend aus 15 Personen. Und das sind eigentlich die Leute, mit denen wir ganz intensiv zusammenarbeiten. Und da kann ich, glaube ich, mit Stolz sagen, wir haben eine tolle Truppe beieinander. Auch mit sehr vielen aktiven und jüngeren Damen in den letzten Jahren. Da hat sich einiges getan. Und die befassen sich dann mit den Projekten, wenn sie soweit sind, und wählen die aus, die am geeignetsten sind. Also wahrscheinlich gibt es sehr viel mehr. Ne? Also Sie haben wahrscheinlich eine Riesenfülle an Projektideen, aber es kann halt nicht alles umgesetzt werden. Und passt nicht alles zur lokalen Entwicklungsstrategie. Genau. Ne? So genau. Sie haben gerade vom Vorstand gesprochen, der lokalen Aktionsgruppen. Da kommen wir gleich zu, denn wir haben natürlich zwei Vorstandsmitglieder hier. Aber erst wollen wir noch mal in den Chat schauen, denn es gibt mit Sicherheit Fragen an unsere Regionalmanager. Da steht's auch schon. Im Rheingau gibt es viele Städtepartnerschaften mit EU-Staaten. Die Vereine haben sich schon zum Austausch zusammengefunden. Wir möchten eine gemeinsame Plattform zur gegenseitigen Unterstützung unserer ehrenamtlichen Aktivitäten anregen. Kann LIDA die Einrichtung und Betreuung einer Online-Plattform dafür unterstützen? Also da würde ich spontan sagen, selbstverständlich. Selbstverständlich. Weil auch europaweiter Austausch und Kooperation ist Thema. Und dafür gilt, genau wie für alle anderen, Anfang des Jahres bei uns melden. Ja. Solange bitte ich um Geduld, weil es muss jetzt erst alles sich wieder neu einspielen. Aber das klingt mir schon vom Zuhören interessant und wir werden es gerne aufgreifen. Also, wer auch immer das geschrieben hat, interessante Sache, bleiben Sie auf jeden Fall am Ball und melden Sie sich bei Ihrem Regionalmanager Anfang kommenden Jahres. Wir schauen mal, da steht noch eine zweite Frage. Werden denn viele Vorschläge gefördert oder immer nur ein kleiner Teil? Sind die Chancen gut? Jein. Muss in die lokale Entwicklungsstrategie passen. Es muss so vieles passen und vor allem muss der Projektträger auch mitziehen. Ja. Manchmal hat er ganz klare Vorstellungen oder die Projektträgerin oder der Verein und es geht einfach nicht. Und dann ist es eben so, dass es dann nicht geht, aber manchmal kriegt man es auch mit ein bisschen Entwicklungsarbeit hin. Die Vorschläge sind gut und sind manchmal auch noch nicht so gut, aber sie werden dann meistens gut. Sie werden gut, weil dafür hat man ja die Regionalmanager unter anderem und das ganze, Netzwerk. Genau. Eine Frage habe ich, glaube ich, noch gesehen. Habt ihr eine Idee, wie man einen Träger für ein Projekt wie das Geburtshaus auch für den Rheingau finden kann? Das ist die Frage nehme ich zum Anlass, um auf die vorherige Frage zu antworten. Ja. Es geht ja nicht nur darum, gute Ideen einzubringen, die haben sehr viele Menschen. Es geht dann in der Umsetzung genau darum, wer wird Träger für ein Projekt. Ja. Da können wir natürlich nur beraten und wer, und das ist oft noch wichtiger, verfügt über die notwendigen Eigenmittel, die ja bei jedem Projekt aufgebracht werden müssen, um ein Projekt zu finanzieren. Ja. Das heißt, zum Beispiel ein Geburtshaus im Rheingau benötigt einen Träger, aber den können wir nicht erfinden, sondern wir können nur Leute zusammenführen und mithelfen. Aber das Entscheidende ist dann am Ende das liebe Geld, das eben bei so einem Vorhaben auch nicht unerheblich ist, die Eigenmittel, selbst mit der Förderung. Aber auch da kann man sagen, im Januar mal melden mit der Projektidee, vielleicht gibt es ja da schon Ideen. Da steht noch was. Gibt es für Förderprojekte finanzielle Unter- bzw. Obergrenzen? Die hat es gegeben. Bei der neuen Förderperiode wissen wir sie noch nicht. Aber zum Beispiel gab es eine Untergrenze für LIDA-Projekte von 10.000 Euro. Eine Obergrenze, ich schätze mal so um die 200.000 Fördermittel. Und wenn jemand Privates zu mir kommt und hat ein kleines Projekt, was nicht Regionalbudget ist, dann sage ich, finanzieren Sie es besser alleine, denn
Frau Lange hat es vorhin angedeutet, ja. Es ist ein Haufen Bürokratie dabei, die können wir auch nicht wegleugnen. Mhm. Wenn der Staat Geld verschenkt, braucht er gewisse Sicherheit und Garantien, ist in gewisser Weise auch legitim. Mhm. Und wenn die Summen zu klein sind, dann muss man sich wirklich überlegen, ob sich der Aufwand lohnt. Also da gilt es so einiges zu beachten. Jetzt haben wir aber tatsächlich alle Fragen beantwortet im Chat, wie ich sehe. Dann sage ich vielen Dank an Martina Rosinski und an Dr. Ulrich Wendt, dass Sie heute bei uns sind. Wenn noch Fragen reinkommen, dann werden wir die natürlich sehr, sehr gerne an Sie noch weitergeben. Ja, liebe Zuschauer, ich habe gerade schon gesagt, es geht natürlich auch noch um die Vereine. Es gibt zum einen den Verein Regionalentwicklung Rheingau und es gibt den Verein Regionalentwicklung Taunus. Und wir haben beide Vorsitzende heute bei uns. Für den Rheingau ist das Manfred Kohl und für den Taunus ist es Frank Kilian. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Es war, glaube ich, bislang ein sehr interessanter Abend, oder Herr Kohl, was sagen Sie? Ja. Also das ist eigentlich das, was den ganzen Prozess in diesem Jahr gekennzeichnet hat, dass es wirklich sehr spannend war. Ja. Dass es wirklich sehr spannend war und dass es auch wirklich viele neue Ideen gegeben hat, die uns auch wirklich für die nächste Förderperiode sehr optimistisch stimmen. Sehr schön. Jetzt haben wir ja gerade gehört, die lokale Entwicklungsstrategie, das ist natürlich so ein Riesenwort, abgekürzt LES. Die können Sie auf der Homepage zukunft-rheingau.de und regionalmanagement-taunus.de einsehen. Aber wir lassen Sie uns jetzt mal erklären, Herr Kohl, was hat es damit auf sich? Ja, ich habe sie Ihnen sogar heute Abend extra das ist aber nett. Danke. Mitgebracht. Das ist das Ergebnis in gebundener Form. Das ist aber mal ordentlich. Eines Prozesses, der also in diesem Jahr dann auch wirklich sehr erfolgreich lief. Ja. Mit sehr vieler Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich war das Ganze in diesem Jahr etwas, oder im vergangenen Jahr etwas problematischer, als wir angefangen haben. Dass natürlich viele Veranstaltungen, die wir eigentlich als Präsenzveranstaltungen durchführen wollten, so nicht durchgeführt werden konnten und wir daher neue Beteiligungsformen finden mussten. Ich glaube, wir waren da auch sehr kreativ und mein persönlicher Eindruck war, dass gerade auch die Möglichkeit mit Online-Veranstaltungen auch dazu führte, dass vielleicht doch der eine oder andere, der vielleicht sich ein bisschen scheut bei einer Präsenzveranstaltung Vorschläge zu machen, sich ja doch ein bisschen anonym dann dort verstecken konnte. Und deswegen kam eine ganze Reihe von Vorschlägen und wir waren wirklich total begeistert, wie viel Interessierte es doch gibt, die sich für die Weiterentwicklung der Region stark machen wollen. Das ist aber ganz interessant. Wir gucken dann später auch nochmal in den Chat. Ich glaube, auch hier wird es die ein oder andere Frage geben. Frank, für den Taunus gibt es wahrscheinlich eine ähnlich dicke lokale Entwicklungsstrategie, nehme ich mal an, oder? Das mag sein. Aus nachhaltigen Gründen haben wir es nicht ausgedruckt, sondern sie steht digital zur Verfügung. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, das wo man... Das haben wir natürlich auch. Das haben wir ja gerade schon gesagt, wo man die einsehen kann. Wie hat sich denn jetzt der Beteiligungsprozess gestaltet, auch im Taunus? Ich frage gleich auch nochmal für den Rheingau. Und wie viele Menschen waren denn da involviert? Das war bei uns ein sehr offener und sehr breit angelegter Beteiligungsprozess. Der Rheingau-Taunus-Kreis steht ohnehin für das Thema Bürgerbeteiligung. So hat unsere Kreisentwicklung bereits vor Jahren ein Online-Tool entwickelt auf der Seite zusammen-zukunft.de, um Umfragen oder auch weitergehende Beteiligungsprozesse mit den Bürgerinnen und Bürgern ablaufen zu lassen. Und dieses Tool haben wir uns als Regionalverein Taunus zu eigen gemacht, haben damit auch Pate gestanden für die Öffentlichkeitsarbeit des Rheingaus, weil wir arbeiten zusammen. Bei uns haben sich sage und schreibe 1400 Menschen an den Umfragen beteiligt, sodass das also auch ein echt breit aufgestellter Prozess ist, wo wir viele Meinungen und Vorschläge, teilweise auch Kritik, einsammeln konnten, auswerten konnten. Und es ergab sich ja aufgrund der Vorgabe des Landes in die Unterteilung von Handlungsfeldern, dass wir Projektvorschläge auch zuordnen und gewichten konnten. Und das haben wir mit der Beteiligung der Bürger erfolgreich durchlaufen. Mann, das sind aber wirklich Zahlen. Wie sieht es denn im Rheingau aus? Ja gut, der Kreisteil Rheingau ist ein bisschen kleiner, auch was die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger angeht. Von daher gesehen darf es nicht wundern, dass im Rheingau es nicht ganz so viele waren. Aber wir waren auch über die Zahl von über 500 Personen mehr als
begeistert. Das glaube ich. Also es geht ja auch gar nicht hier irgendwie um Battle zwischen den beiden Regionen, nein, weil letztendlich sind wir ein Kreis, ne? Und wir haben unsere Projekte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich viele ehrenamtlich beteiligen. Wie ist denn das in diesen lokalen Aktionsgruppen? Wie viele Ehrenamtliche sind denn da dabei? Ja gut, ich glaube, Dr. Wendt hat das schon beschrieben gehabt. Also der Vorstand der lokalen Aktionsgruppe Rheingau ist natürlich das Gremium, was am intensivsten sich damit beschäftigt. Dort sind natürlich auch einige Hauptamtliche vertreten, auch beispielsweise unser Landrat von Kilian. Aber wir haben auch dort aus unterschiedlichen Bereichen wirklich auch Leute, die sich dort ehrenamtlich einbringen. Ja. Und das war natürlich in diesem Jahr, als es um die Erstellung dieser lokalen Entwicklungsstrategie ging, natürlich in diesem Jahr für uns alle ein bisschen mehr Aufwand noch neben dem normalen Geschäft, wenn es eben um die Bewertung von Projekten geht. Aber ich denke, das hat auch uns weiter zusammengeschweißt. Und ich sag mal, für mich persönlich ist es eigentlich das zweite Mal, dass ich das miterleben darf, weil ich habe auch, als der Rheingau sich erstmals als Liederregion beworben hatte, war ich auch schon in anderer Funktion involviert und ich muss sagen, ich war auch in diesem Jahr wieder total begeistert. Natürlich nicht nur die lokale Aktionsgruppe, sprich der Vorstand, sondern auch andere Gremien. Beispielsweise, wir haben ja im Rheingau den Zweckverband Rheingau mit einem Vorstand, der sich überwiegend aus Hauptamtlichen zusammensetzt, aber auch aus allen 7 Kommunen des Rheingaus. Sind also jeweils 2 Personen in einer sogenannten Verbandsversammlung. Aha. Das sind alles ehrenamtliche Menschen, die in der Kommunalpolitik tätig sind. Und die haben wir auch zu einem Workshop eingeladen. Und da kam auch sehr viel raus. Was rausgekommen ist, darüber reden wir gleich noch. Wir wollen natürlich erst noch wissen, wie ist es denn im Taunus abgelaufen? Wie viele Ehrenamtliche hattet ihr? Wie viele Menschen haben da zusammen gearbeitet? Ja, ich kann die Aussagen von Manfred Kohl, was die Arbeit in der LAG betrifft, nur bestätigen. Das ist auch bei uns ein aufgeteiltes Gremium. Das heißt, wir haben Vertreter der öffentlichen Hand, Vertreter der Privatwirtschaft, aber auch der Privatpersonen. Und so sind beispielsweise auch die Landfrauen dort vertreten. Mhm. Ein Vertreter der Arschehöfe, ein Vertreter des Bauernverbandes. Also wirklich Vertreterinnen, Vertreter von Institutionen, die in unserer Region leben, die für sie stehen und die als Multiplikatoren wiederum in ihre Fachrichtungen wirken. Und das ist das Schöne, dass wir im Rahmen unseres Beteiligungsprozesses auch versucht haben, alle Generationen anzusprechen. Auch über eine Instagram-Challenge haben wir versucht, gerade die junge Generation zu erreichen. Das ist uns auch sehr gut gelungen, weil letztendlich das ist die Generation, die wir ja bei uns halten wollen, die in der Zukunft nicht nur hier leben, sondern auch unsere Region prägen soll. Und gerade deshalb ist es uns so wichtig, den Beteiligungsprozess breit aufzusetzen. Und das war sehr erfolgreich. Jetzt gucken wir natürlich in die Zukunft und schauen mal auf die Projekte. Und wir fangen bei dir an, die für den Taunus geplant sind. Vielleicht kannst du so ein paar rauspicken, so ein paar Leuchtturmprojekte, auf die wir uns schon freuen können. Das kann ich sehr gerne tun. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es uns vorgegeben worden ist, 4 Handlungsfelder abzudecken. Und so haben wir im Feld gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge 2 Hauptziele definiert auf der Grundlage der Bürgerergebnisse. Das ist einmal die ganz klare Aussage, wir brauchen eine Schienenanbindung als starkes Rückgrat im Zentrum unserer Region, Stichwort Ahrtalbahn. Ja. Das ist natürlich ein Megaprojekt, was wir auch im Taunus nicht allein stemmen können. Das sind auf andere Gebietskörperschaften angewiesen. Aber es war für uns wichtig, auch hier zu erkennen, die Bevölkerung steht mehrheitlich dahinter. Und das, was wir dann auch als quasi Leuchtturmprojekt herausgearbeitet haben, wir machen Medizin mobil und nutzen die vorhandene Kurtradition. Wir haben in unserer Region Schlangenbad und Bad Schwalbach 2 Kurbäder. Die sollen aufgewertet werden. Und das Thema Medizin im Allgemeinen ist ja auch ein Masterthema bei uns im Rahmen unseres Gesundheitsversorgungsgutachtens. Das ist von der Bevölkerung auch so anerkannt und wertgeschätzt und wird deshalb von uns auch so vorangetrieben. Also. Das nächste Betätigungsfeld ist die wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Auch das habe ich vorhin schon angedeutet. Wir wollen die Kleinteiligkeit unserer vorhandenen Wirtschaftsstruktur erhalten. Das macht ja unsere Region aus. Und das ist auch zukunftsorientiert. Wir wissen alle um die Probleme, Fachkräftemangel und so weiter.
da liegt es auch in unserem ureigensten Interesse als Bevölkerung, das zu unterstützen. Und dann, die Menschen aus der Region arbeiten in der Region und pendeln nicht nach Wiesbaden oder Frankfurt. Gut, jetzt kannst du mich natürlich fragen, wozu brauchen wir dann die Ahrtalbahn? Das ist ganz klar. Es gibt auch Pendler. Eben, und die sollen ja zu uns pendeln. Das ist eine gute Idee. Über den Wispersteig wandern. So machen wir es. Ja? Nein, das eine schließt das andere nicht aus, aber wenn wir die täglichen Pendlerströme reduzieren können, wir entlasten die Straßen und wir halten die Menschen in der Region. Klar. Wir erhalten hier Arbeitsplätze oder schaffen sie. Ja. Auch dazu können wir beitragen. Ein Handlungsfeld sind die Erholungsräume und der Tourismus. Ja. Tourismus im Allgemeinen hat in den letzten Jahren enorm an Fahrt aufgenommen, sowohl im Rheingau als auch im Untertaunus. Und das ist auch ein Thema bei uns. Wir schaffen Leuchttürme und Ankerpunkte in der touristischen Struktur. Ja. Da gibt es auch schon ganz konkrete Vorschläge. Und wir vernetzen ausgehend von diesen Leuchttürmen und Ankerpunkten die touristischen Angebote. Das heißt, nicht nur solitär irgendwo ein Anziehungspunkt, sondern wirklich dann auch weitergedacht im Sinne von Tages-, Wochenend- oder Wochenausflügen Pakete schnüren zu können. Und die Menschen glauben gar nicht, wie attraktiv der Untertaunus ist. Und das sage ich als einer, der 50 Jahre im Rheingau gelebt hat. Ja, sehr schön. Und das letzte Feld. Ach, gibt noch eins. Ja, oh, Entschuldigung. Vier. Ja. Nachhaltigkeit und bewusstes Konsumverhalten, auch mit dem Schlagwort Bioökonomie versehen. Wir sorgen dafür, dass die Menschen in der Region wissen, welche regionalen Produkte und Dienstleistungen hier angeboten werden und wie die Produkte entstehen. Ja, also auch da fängt Bewusstseinsschaffung schon bei den Kleinsten an und setzt sich aber fort bis ins hohe Alter. Da weiß auch noch nicht jeder, was wir hier alles haben und was wir zu leisten imstande sind. Und dann natürlich die konsequente Frage, wie laden die vorhandenen regionalen Produkte durch Menschen und Geschichten emotional auf? Ja, Identifikation. Also ein breites Potpourri auch von Möglichkeiten, dass sich Projektträger hier einbringen, dass sie Anträge stellen. Unser Regionalmanagement hat offene Türen, wir warten auf Sie. Das war ein ganz klarer Aufruf von Frank Kilian. Diese vier Handlungsfelder, die gibt es natürlich auch im Rheingau. Und da wollen wir jetzt gerne auch noch die Leuchttürme wissen. Ja gut, es ist natürlich die Handlungsfelder, wie Frank Kilian sagte, waren uns quasi schon bei der Antragstellung mit vorgegeben. Ja. Wir haben uns natürlich gerade auch, was das Thema der Daseinsvorsorge angeht, nicht nur für die Menschen, die im Rheingau leben, sondern auch natürlich für unsere Besucherinnen und Besucher. Mit diesem Thema haben wir uns sehr intensiv auch nochmal mit den hauptamtlich Verantwortlichen, sprich mit den Bürgermeistern beschäftigt. Und daraus ist quasi auch so ein bisschen ein Leuchtturmprojekt in diesem Bereich entstanden. Der Ansatzpunkt war, dass natürlich auch der Rheingau von dem derzeitigen Wandel, der uns hier überall begegnet, auch nicht verschont bleibt. Na klar. Angefangen von Corona über Klimakrise oder Klimawende und demografischer Wandel, um nur so ein paar Stichworte zu nennen. Das geht natürlich am Rheingau auch nicht vorbei, schon gar nicht spurlos. Und von daher gesehen sind wir eben auch da wirklich sehr intensiv eingestiegen, weil wir denken, dass man dort also auch bestehende Strukturen verändern muss, und zwar gemeinsam. Nur so kann es funktionieren. Ich glaube, was eben auch schon mal angesprochen worden war, das Thema Fachkräftemangel betrifft die öffentliche Hand genauso wie auch die Privatwirtschaft. Von daher gesehen muss man einfach auch dort neue Wege beschreiten. Man muss wirklich eine über den, wie man so schön sagt, über den Tellerrand oder über den wirklich mal rausschauen und muss auch dort wirklich die Kommunalpolitik mitnehmen. Das wird ein sehr spannender Prozess werden, um dann doch vielleicht gemeinsam dort etwas zur Verbesserung der ganzen Situation im Kreistal des Rheingaus beitragen zu können. Gut. Das war ein ganz wichtiges Thema. Ja. Natürlich, Rheingau ist auch in sehr starkem Maße durch den Tourismus geprägt. Auch dort auch wiederum eine Idee für ein Startprojekt. Wir haben im Rheingau sehr viele Wege, die durch die Rheinberge, die am Rhein entlang durch den Wald führen. Und das Ganze muss aber auch noch ein bisschen koordiniert werden. Das heißt nicht, dass man großartig jetzt viele neue Wege bauen muss, sondern man muss das Ganze nur mal ein bisschen sich genauer anschauen. Mhm. Und ich denke, da ist auch ein enormes Potenzial dran. Das haben wir auch gerade in den letzten beiden Jahren sehr deutlich gemerkt, dass bedingt durch die Corona-Pandemie dann auch sehr viele Menschen eben auch ein bisschen die Ruhe gesucht haben, also weit ab von den größeren
Städten und da bietet eben der Rheingau auch sehr viele Möglichkeiten. Schöne Wanderwege. So genau. Ist es, ja. Haben wir noch? Das war es, glaube ich, ne? Soweit, oder? Ja gut, also auch zum Thema Landwirtschaft natürlich. Klar, Bioökonomie. Ökonomie ist natürlich im Rheingau, ist natürlich der Weinbau dann doch so noch ein bisschen stärker vertreten. Ja. Und von da gesehen werden wir uns auch damit, haben wir auch dort einige Ideen entwickelt. Und ich glaube, wir können schon uns darauf freuen, wenn wir dann im nächsten Jahr in die neue Förderperiode starten, wird es bestimmt wieder eine ganze Reihe von Projektideen geben. Ja. Ich will einfach nur noch so ein bisschen, Werbung machen für unser Regionalmanagement. Das sind wirklich die Ansprechpartner, die dann den Interessenten oder die interessierten Personen von Anfang an bei diesem Prozess begleiten. Natürlich muss man immer schauen, ob es in die Gesamtkonzeption passt, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Diese Erfahrung haben wir auch in den letzten Jahren wirklich mehrfach sammeln können. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal schauen, ob es noch Fragen gibt aus dem Chat. Haha. Frage auch an die Regio-Manager. Wie machen wir das denn jetzt? Ich brauche noch mal einen Regio-Manager bitte hier. Wer auch immer zu uns kommen möchte, kommen Sie einfach ins Set rein. Wir haben genug Mikros hier. Ich fange schon mal an, die Frage vorzulesen. Vor der Winkeler Aue liegt eine Sandbank, auf der sich viele Wasservögel im Winter auch aus dem Eismeer sammeln. Zur Beobachtung soll eine Aussichtsplattform mit installiertem Fernglas am Leinpfad eingerichtet werden. Der NABU Rheingau und der Verein WIR für Winkel unterstützt die Idee. Problem ist, dass ihnen dort kein Gelände gehört. Würde die Kommune Gelände zur Verfügung stellen, könnte das Projekt mit LIDA gefördert werden. Ja, so. Das Projekt ist uns nicht ganz unbekannt. Okay. Das ist sogar in der LES verankert. Aber die Frage ist genau die richtige. Ja. Hier kann ja nur die Kommune Antragsteller sein, nämlich immer nur derjenige, dem auch das Gelände gehört. Und da müssen die Initiatoren die Kommune davon überzeugen, dass sie die politischen Beschlüsse fasst, solch ein Projekt durchzuführen. Von Seiten LIDA steht dem nichts entgegen. Das kann ich dazu nur sagen. Also wir hoffen, dass diese Frage beantwortet ist. Wir gucken nochmal auf den Chat, ob noch weitere Fragen kommen. Aber ich glaube, das war's im Moment. Sie können natürlich auch im Nachgang noch jede Frage stellen, die Ihnen ja noch irgendwie am Herzen liegt. Sie bekommen dann eine E-Mail und die Frage wird natürlich beantwortet. Ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Herrn Dr. Wendt, dass Sie nochmal schnell ins Set gesprungen sind. Vielen Dank an Herrn Kohl für die Ausführungen. Und lieber Frank, du kommst sehr, sehr gerne nochmal zu mir. Denn wir sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, tatsächlich schon am Ende des Livestreams angekommen. Wir hoffen, wir konnten Sie ausreichend informieren. Und lieber Frank, von dir hätte ich ganz gerne gewusst, wie hat dir der Abend gefallen in unserem tollen Fernsehstudio? Ich bin ja zugegebenermaßen nicht ganz objektiv. Stimmt. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Deshalb liegt es auch an mir, quasi mit einem vorweggenommenen Schlusswort herzlich Danke zu sagen. Zunächst mal Danke an das Team, das diese Sendung überhaupt möglich gemacht hat. Das ist eine ganz tolle Vorbereitung und dafür von meiner Seite hier ein dickes, dickes Dankeschön. Danke an die, die uns während des vergangenen Prozesses so erfolgreich begleitet haben. Da fange ich ganz oben an, die EU, die uns über die WIBank die Gelder zuschustert, das Umweltministerium, das sich mit den Bewegungen beteiligt, das Amt für den ländlichen Raum, was kritisch über die Anträge schaut und uns im Zweifel dann auch noch nachberät. Aber ein ganz, ganz dickes Dankeschön natürlich an unsere beiden Vertreter des Regionalmanagements und deren Teams. Es sind ja hier zwei Vertreter, aber da stehen ja auch Teams hinten dran. Mittlerweile ja so tolle Partnerinnen und Partner über die Jahre geworden, dass wirklich dieser Erfolg möglich war. Und wir haben sie vorher genannt, unsere lokalen Aktionsgruppen, die überwiegend ehrenamtlich tätig sind, die sich für diese Region einsetzen, die ihre Kompetenzen einbringen. Da macht die Vereinsarbeit wirklich Spaß und sie wird ja von Erfolg gekrönt. Und das alles wäre dann nicht möglich ohne die Projektträgerinnen und Projektträger, die letztendlich die Projekte vor Ort realisieren. Unser Ziel war es, nicht nur auf die nächste Förderperiode hinzuweisen, sondern LIDA nochmal all denen vorzustellen, die damit bisher wenig anfangen konnten. Ich glaube, wir haben dokumentiert, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema zu befassen. Wer immer etwas vorhat, in der Region zu realisieren, ist bei uns, ist bei den Regionalmanagements an der richtigen Adresse und dann kann der Prozess aufgesetzt werden. Insofern ein ganz, ganz dickes Dankeschön und zuletzt natürlich an dich, dass du uns so wunderbar durch diese Sendung moderiert hast.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank, lieber Frank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hoffen, wir konnten Ihnen alle Fragen rund um die LIDA-Projekte bzw. das LIDA-Programm beantworten. Wenn Sie mögen, können Sie sich natürlich den Stream noch einmal anschauen. Er wird gepostet werden auf Facebook und auch auf Instagram. Teilen Sie ihn gerne, bringen Sie die LIDA-Botschaft, so möchte ich es mal sagen, weit in die Region. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, sage Tschüss und bitte bleiben Sie gesund.